bin 3-4 Mal hier auf dem Golfplatz wiederbelebt worden, dann im Krankenhaus nochmal wiederbelebt worden, auf dem Weg zum Krankenhaus selber. Anzahl uninteressant, aber es war dramatisch, gar keine Frage. Und so viel Glück, wie ich hatte, hat leider kaum jemand. Traumhafte Ärzte, traumhafte Umstände, glückliche Umstände. Ja, und die Tatsache, dass mit der ersten Hilfe, die getätigt wurde, mir das Leben gerettet wurde. Meine letzte Erinnerung war die, dass ich einen traumhaften Abschlag auf der 17 gemacht habe bei uns im Golfclub. Der Bunkerschlag selber soll, und da fängt der Punkt an, an dem ich mich nicht mehr erinnern konnte, soll hervorragend gewesen sein. Nur dann bin ich im Bunker zusammengesackt, wie man mir berichtete. Ich habe gar nichts gewusst, ich habe gar nichts geahnt. Mir ging es blendend. Einen Tag vorher habe ich noch Fußball gespielt, über 90 Minuten. Am Tag selber habe ich, wie gesagt, hervorragend für meine Verhältnisse Golf gespielt. Körperlich war ich in absolutem Top-Zustand. Einzige Ding, was möglicherweise war, Stresshormone konnte ich auch nicht feststellen, konnte man nicht feststellen, dass Nikotin möglicherweise die Kranzgefäße hat so dermaßen verengen lassen, dass es dann zu diesem plötzlichen Zusammenbruch, zu diesem Infarkt gekommen ist. Ich bin aufgewacht, kann ich mich daran erinnern, auf der Intensivstation, und Professor Dr. Bauer, Freund unserer Familie, der saß mit meiner Frau und mit beiden Kindern am Krankenbett und hat meine Familie vorbereiten wollen auf dieses Aufwachen. Er wollte meine Familie begleiten, und in dieser Aufwachphase, ich bin aufgewacht, ich gucke in die Augen meiner Kinder, meiner Frau, Tränen erfüllt, und sehe Professor Dr. Bauer vor mir sitzen, einen Blick an mir runter und sehe nur Schläuche. Beim Betracht dieser Schläuche habe ich hochgeguckt und habe zum Professor Dr. Bauer gesagt: Ey Doc, was soll diese Scheiße denn hier? Daraufhin sagte Professor Dr. Bauer zu meiner Frau: Antje, mach dir keine Sorgen, der wird wieder. Also die Schäden, die ich heute habe, die habe ich vorher auch schon gehabt. Mein Lebenswandel selber hat sich dahingehend geändert, dass mein nicht unbedingt ernährungstechnisch, nicht unbedingt vergnügungstechnisch, aber mein Bewusstsein sich geändert hat. Ich rege mich nicht mehr über Sachen auf, von denen ich meine und glaube oder auch weiß, dass ich keinen Einfluss drauf nehme und keinen Einfluss drauf habe. Die Björn-Steiger-Stiftung ist deshalb wichtig, weil in alle Lebensbereiche, in alle Altersgruppen ein gewisses Bewusstsein vermittelt wird. Bewusstsein dafür, dass es wichtig ist, Leben zu erhalten. Lebenswahl in allen Formen. Und dass es teilweise relativ einfach ist. Von Kindesbeinen auf kann man mit Sachen konfrontiert werden. Von Kindesbeinen kann man demzufolge auch Lösungen finden. Je früher man sich mit diesen Maßnahmen auseinandersetzt, je früher man sich bewusst macht, dass jeder Einzelne einen Beitrag dafür leisten kann, Menschenleben zu retten, umso besser ist es. Ich wünsche, dass man Erfolgszahlen schreibt. Dass man Erfolgszahlen schreibt, natürlich. Dass man ein flächendeckendes Netz aufgearbeitet hat, dass man viele Leute eingebunden hat und einbinden konnte, die mit der Björn-Steiger-Stiftung was anzufangen wissen. Die wissen, was kann ich machen, wie kann ich helfen. Andererseits wünsche ich, dass man gar nicht mehr auftreten muss, weil nichts mehr passiert. Aber das ist natürlich ein Wunsch, der ist unrealistisch. Unheil, Unfälle, solche Geschichten, die ich erlebt habe, gibt es leider immer wieder.